Alter! Yes! Das ist ein Krokodil, Junge! Kopf mit Auge essen. Hey Leute, ich bin's Fritz. Heute eine neue Folge Survival Training. Es geht um das Thema Angeln. Ja, ist eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit, sich natürlich mit Nahrung aus der Natur zu versorgen. Also würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Die heutige Folge wird von Warpath gesponsert. Mit dieser Kooperation wird mein Kanal Unkommene Projekte unterstützt. Und es handelt sich dabei um eine kostenlose Strategie-Gaming-App. Ob berühmte Panzer oder Nischengeschütze, Warpath verfügt über eine hochpräzise Darstellung mit realistischen Modellen. Erlebe jede klassische Schlacht als Kommandant im PvE-Modus erneut. Die Spielkarte basiert auf dem realen Gelände mit bekannten Schlachtfeldern und Städten. Jede Einheit kann einzeln zugewiesen werden, während Taktiken durch Feinsteuerung realisiert werden können. Im Vergleich zum traditionellen Schlachtfeld-Gameplay bietet Warpath Kampf mit sofortigem Feedback für eine bessere Erfahrung. Mit dem einzigartigen RTS-ähnlichen Betriebssystem von Warpath kannst du deine Strategie verbessern. Du kannst detaillierte Strategien wie Umzingeln, Eindringen und Blockieren der Positionsbeschränkung nutzen. Es gibt bei Warpath kein Pay-to-Win. Lade dir jetzt Warpath über den unten stehenden Link herunter und nutze dafür den Bonuscode Warpath 000. Damit erhältst du 200 Gold, 100.000 Military, 100.000 Steel, 100.000 Crude und 100.000 Armeeerfahrung. Alle Infos findest du nochmal unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für euren Support und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, Fritz. Das ist ein Wobbler. Richtig, ohne Tauchschaufel. Den lässt du einfach 1-2 Meter sinken und dann leierst den schön ein. Jawohl, Fritz, sehr schön. Alter. Direkt vom Ufer. Fritz. Und darüber führen. Boah, ich fall gleich rein, Alter. Nackengriff und dann runterdrücken. Ja. Oh, ein schöner. Oh. Sehr schön. Jawoll. Yes, jawoll. Schön, Viktor. Schön. Ja, da ist auch schon ordentlich Filet dran, wa? Oh ja. Oh. Ist ein Hecht? Ja. Alter. Boah, richtige Maschine. Boah. Oh ja. Alter. Yes! Das ist ein Meterfisch. Das ist ein Krokodil, Junge. So, wir sind am Ufer angekommen und das ist ja die Ausbeute von heute. 2 Barsche. Und ein Hecht. Und jetzt geht es natürlich daran, das Ganze auch auszunehmen. Und bei den Barschen fangen wir mit an, Fritz. Da gibt es einen kleinen Trick. Die fängt man am allerleichtesten in der Notsituation. Direkt daneben. In die Haut rein, nicht ins Fleisch tief. Das ist wichtig. Zack, bis oben. Direkt daneben, ja, sieht man. Zack, das Ganze machen wir jetzt nochmal von der anderen Seite. Neben der Rückenflosse, wie gesagt. Und jetzt legst du den hin, ziehst die Haut runter, hier oben ein bisschen packen. Und das geht halt am besten, wenn die noch schön frisch sind. Na. Und die Innereien direkt mit rausholen. Geil, wa? Innereien bleiben hier schon direkt mit drinne. Hier ist eigentlich nichts mehr dran. Hier die Afterflosse nehmen wir auch noch ab. Wenn du hiervon, sage ich mal, 2-3 Stück hast pro Person, super geiles Fleisch, wirst du schon von satt. Und hier von so einem Kaliber wird schon eine Person satt. Ja, optimal. So, jetzt als nächstes
mein allererster Hecht, den ich gefangen habe. Wenn du übrigens Lust hast, deinen Angelschein so wie ich ganz einfach und bequem online zu machen, dann check auf jeden Fall unten den Link in der Videobeschreibung, da kommt ihr zu Fishing King, ja, und da könnt ihr den ganz entspannt über das Internet machen und nutzt auf jeden Fall meinen Rabattcode FRITZ5, denn da spart er nochmal 5%. Wir sind jetzt draußen im Wald, ihr habt ja gesehen, wie wir die Fische geangelt haben, Hecht und Barsch, und wie wir sie auch ausgenommen haben, und jetzt geht es natürlich noch darum, na klar, ums Cooking, also wie kann man die zubereiten. Und Hubertus hat ein paar Varianten vorbereitet, die ich noch nicht kenne. Wir haben schon das Wichtigste vorbereitet, zwei verschiedene Stöcke. Wir haben ja Barsch und Hecht. Jetzt mir erstmal wieder die Survival-Variante. Wir gehen hier am Kopf rein. Ins Rückenfleisch. So. Da, wo wir quasi oben das Filet rausgeschnitten haben. Ja. Darunter ist ja die Wirbelsäule. Genau. Und da gehen wir jetzt an durch das Filet durch. Genau, an der Wirbelsäule entlang, nicht zu nah am Rücken. Und hinten am Schwanz, da dringen wir wieder aus. Ich bin jetzt hier. Und jetzt ist wichtig, dass wir den Anfang am Rücken zuerst zu garen, damit das Fleisch festpappen kann. Und wir machen sogar Folgendes, weil ich hier auch noch gerne eine Fischsuppe zeigen möchte. Schneiden wir jetzt hier noch ein bisschen was von dem grätenfreien Bauchfleisch raus. Genau. So, und hier haben wir eh keine Gräten drin. Zack. Ja, hier sieht man ja auch, der Stock ist schön hinter der Wirbelsäule. Ja, Feuer brennt hier natürlich schon. Das gehen wir schön runter über die ganze Länge. Ach, und was wir noch ganz vergessen haben, Fritz, was? Entschuppen. Aber beim Hecht können wir das jetzt perfekt hier noch machen. Und dann können wir die Haut sogar mitessen. So, jetzt hängen wir den schön drüber. So mit dem Rücken zuerst, wie gesagt. Und wir können die fast noch tiefer machen. Hecht ist am Braten. Und jetzt bereiten wir die Menü Nummer 2, die Fischsuppe, zu. Und dazu ziehen wir einfach hier die kleinen Filetstücke von der Haut runter. Einfach schön so auf der Haut runterschneiden. Und jetzt lassen wir es erst einmal aufkochen. Und dann, wenn es kocht, geben wir das Fischfilet rein, weil dann hält es besser zusammen. Den Hecht haben wir übrigens jetzt nochmal runtergelegt, weil gerade am Anfang braucht er ein bisschen mehr Hitze. Genau, damit das Fleisch sich hier festzieht am Rücken. So, man sieht das auch schon, das sieht gut aus hier. Jetzt können wir sogar schon die andere Seite. Da wir hier noch Zwiebeln haben, packen wir die auch noch mit in die Suppe als Würfel. Ja, da sind wir drin. Wir haben hier noch einen abgehäuteten. Den packen wir uns auch noch drauf. Den müssen wir nicht mehr schuppen. Das legen wir. So. Jetzt geben wir den Fisch rein und die Zwiebel. Und ein bisschen Salz, Pfeffer dann noch. So, mit dem Stein können wir das hier schön befestigen. So bleibt, wie wir das wollen. Das hier in dieser Grube ist irgendwie wie so ein Grill, könnte man schon sagen. Wir sind hier am Hin- und Her-Basteln, hier hinten nochmal einen Stein drauf, damit das alles ordentlich verteilt, unten die Glut in die richtigen Ecken gemacht. Und jetzt gibt es nochmal einen Pfannenbarsch. Einen Pfannenbarsch. Falls man eine Pfanne dabei hat, Zwiebeln. Und die Fischsuppe ist übrigens auch schon gut. Gönn dir. Sieht schon mal geil aus, oder? Heiß! Das sieht aber quasi aus wie Krebsfleisch, hat sich so zusammengezogen. Voll geil. Nochmal verbrennen. Oh, mit Salz nochmal. Geil, ne? Mm. Und wenn ihr irgendwo am Meer seid, dann braucht ihr einfach nur Meerwasser nehmen. Dann braucht ihr kein Salz und das schmeckt richtig geil. Haben wir den schon. Bist du bereit für die Stockbarsche? Die sehen auch gut aus. Mm. Also Barsch ist nochmal eine ganz andere Liga. Mm. Oh, das ist echt delicious. Das schmeckt nochmal geiler, ja. Also Hubertus möchte jetzt den Kopf mit Auge essen. Mal hier schön rauslutschen. Ne? Erstmal Auge rausreißen. Warte mal, hier, das hier meinst du? Genau, kannst du mit Haut essen. Das ist so wie Chips schmeckt das. Das Ding ist Knüppelhaut. Nee, das ist Knochen. Das Problem ist, bei Hubertus weißt du nie, ob er dich verarscht oder nicht. Und jetzt kannst du das Auge rauslutschen. Freunde, dann probieren wir mal Barschauge. Weißt du, was das Ding ist? Es schmeckt überhaupt nicht schlimm. Es hat eine andere Konsistenz, ist so ein bisschen härter. Mhm. Aber trotzdem merke ich, wie in meinem Hals so ein kommt. Aber nur vom Kopf her. Das ist so dumm. Mhm.
So. Also, jetzt kommt der ultimative Test, ob der Fisch durch ist. Und zwar zieht er einfach an der Rückenflosse. Wenn die sich leicht löst aus dem Fleisch, ohne dass da noch Fleisch dran klebt. So. Noch einmal runter, Rücken und dann ist er fertig. Richtig, richtig viel Fleisch. Und natürlich in dem Fall dann auch Proteine, die das Überleben sichern. Unsere Mengen sind voll, den restlichen Hecht nehmen wir mit und essen wir heute Abend. Und in diesem Sinne, wenn ihr was lernen konntet bei dem Video, dann auf jeden Fall Daumen nach oben, ja, beide Kanäle abonnieren. Hubertus ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.